Einmal. Zweimal. Dreimal. Servus. Ah, wenn zwei Leute ins Auto steigen und sofort nach Bierflaschen klingt, ey, Wahnsinn. Ihr habt sie beide geheiratet. Quasi. So was geht auch nur in Dachau. Und dieses fette Amperbräu-Plakat da hängen, hab sie in der Tür und dachte ich mir so, what is it? Ich bestell mal eins. Habe ich ganz getrunken, fand ich gut. Irgendjemand ist nicht angeschnallt. Das bin ich. Ich hab nicht was dabei hier. Ich schneide dich an. Wo rein? So, das geht schon. Der ja. Paul vom Irish, der war sehr begeistert und hat als einer von den Gastronomen unser Bier aufgenommen. Und da gibt es eben in der Altstadt zum Trinken. Okay, dann sag mal, ihr seid quasi beide Brauer, oder? Ja, Hobbybrauer. Ihr mietet euch da ein quasi und müsst die ganzen Zutaten und alles, müsst ihr alles selber besorgen und habt dann quasi nur diesen, was hat man da, einen fetten Kupferkessel? In dem Fall aus Edelstahl, aber genau. Ja, siehst du? Nicht immer aus Kupfer. Wann kam diese, ich sage jetzt nicht Schnapsidee, sondern Bieridee? Vor 7 Jahren, da haben wir auf einer, ja, auf irgendeiner Feier, Geburtstagsfeier oder so, in der Bierlaune haben wir gesagt, wir wollen jetzt mal unser eigenes Bier brauen. Und die großen Brauereien brauen ja doch immer mehr so einen Einheitsbrei. So ein Graffi, so ein Schmarrn. Es gab mal früher von Cosmos für Kinder so ein kleines Versuchslabor, wo man so Sachen ausprobieren konnte. Kennt ihr das noch? Und jetzt habt ihr einen Stand bei der Diva. Was versprechen wir uns oder was versprecht ihr euch davon, wenn wir zu euch zum Stand kommen, außer dass wir alle ein Bier umsonst kriegen? Wir freuen uns, dass wir hier die Dachauer mit unserem Bier erreichen können. Nicht nur mit unserem hellen Amperrauschen, das wir momentan im Verkauf haben, sondern auch mit einer Vielzahl von anderen Spezialbieren, die wir extra jetzt für die Diva gebraut haben. Ach wirklich? Ist, dunkles Bier, ja. Pils. Ja, bin ich raus. Und ich habe tatsächlich auch eins dabei. Ich weiß nicht, ob Drink and Drive auch bei E-Fahrzeugen gilt, jetzt bei dem Tesla. Ich proste trotzdem mal an, weil ich finde, das gehört sich einfach. Wer friert uns diesen Moment ein? Besser kann es nicht sein. Guck auf die Tage, die hinter uns liegen. Wie lange wir Freude und Tränen schon teilen. Hier geht jeder für jeden durchs Feuer. Ich kann nicht weiter. Und solange unsere Herzen uns steuern, wird das doch immer so sein. Ein Hoch auf uns, uns, auf dieses Leben. Oh, Polizei, ja, saugeil. Jetzt muss ich kurz aufstoßen. Wie viel Bier braut ihr jetzt schon im Monat ungefähr? Also kommt ihr noch nach und könnt ihr davon auch schon leben? Boah, ist das hell. Wir brauen schon ganz gute Mengen. Das sind alle 2 Monate 5000 Liter. Wow, so viel schaffe ich nicht mal in 2 Jahren. Ja super, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Und wir werden euch auf der Diva sehen, wo? Wir sind schön zentral platziert in der DAH-Halle. Direkt neben der Stadt Dachau und gegenüber vom Bavaria Couture. Dann freuen wir uns. Vielen Dank, Matthias. Kommst du raus? Ich schneide dich wieder ab, oder? Ja, hier schon mal. Bis dann. Servus. Ciao. Tschüss. Servus. Bis bald. Ade. Servus.